Vorher bergen wir natürlich noch die ganze Kohle hier. Logisch. Au, schon wieder so ein scheiß Skelettor. Der lebt ja immer noch. Ich dachte, er ist schon tot. So ein Fuckmist. Ah, unnötig. Zum Glück nicht allzu weit weg von zu Hause. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Obwohl natürlich jetzt wieder mitten in der Nacht ist. Alles voll mit Creepern. Ash mit seinen angebundenen Lamas ja immer noch hier. Da ist ja noch alles am Stissel, sehr schön. Und jetzt geht auch schon die Sonne auf, das heißt, wir können hier ganz beruhigt weiter unsere Kohle abbauen. Naja, Verschwendung, die einfach hier zu lassen. Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn wir das hier alles ausbauen. Aber bevor wir daran denken, das können wir gleich als nächstes Projekt annehmen, weil jetzt müssen wir erstmal ein paar Rohstoffvorräte wie Eisen und etc. anlegen. Vielleicht dann auch noch ein paar Fressalien. Und vielleicht mal das Haus so weit fertig bauen, dass man sich im Zweifelsfall in Sicherheit zurückziehen kann. Aber es steht als nächstes Projekt direkt auf der Tagesordnung. Kohle und wir sind doch noch nicht mal unterirdisch. Es regnet einfach. Ich hasse Minecraft. Regen ist schlimmer wie die Nacht und alles zusammen.
Noch mehr Kohle. Ah, da ist vielleicht das schon mal ein Eingang. Das wäre ja top. Ich habe ja sowieso eine kleine Höhle gesucht für eine Erkundungstour. Ich höre auf jeden Fall schon Zombie-Kollegen, die da unten rumstöhnen auf ihrer Orgienparty. Meets meet. Au. Au. Das gibt's doch nicht. Ich bin doch zu dumm zum Scheißen. Bist du gerade weit weg? Ja, wir können eh nicht schlafen, weil es kein Gewitter ist. So, ich könnte eine neue Challenge draus machen. Wer schafft es genauso oft in Minecraft zu verrecken wie ich? Verrecken. Und über den See hier müssen wir jetzt ganz dringend mal eine Brücke bauen. Ja, Buggy lässt grüßen. Ah, oh, diese scheiß Skeletoren und ich habe nichts da, um mich zu verteidigen. So, wir scheinen aber für den Moment erstmal in Sicherheit zu sein. Gott, ist der verfressen, ey, das war doch früher nicht so. So, hier haben wir jetzt direkt auch erstmal Eisen am Start. Das ist top, weil ihr lyncht mich noch dafür, wenn ich noch weiter mit Steinspitzhacken hier mache. Kommt da schon wieder ein Skeletor an? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich werde diese zwei Steinspitzhacken jetzt auch noch verbrauchen. Und dann tun wir sofort Eisen schmelzen und machen uns neue Eisenspitzhacken. Und vielleicht gönne ich mir dann auch mal einfach eine Rüstung, dass ich nicht jedes Mal sofort drauf gehe.
Wäre doch vielleicht auch mal ein Plan. So, hier ist schon Ende Gelände. Von da sind wir gekommen, also gehen wir einfach mal hierhin weiter. War jetzt aber dann doch nur eine Mini-Höhle, aber ich glaube ein Stockwerk höher, wo ich einfach jetzt durchgejumpt bin. Da ging noch die Party ab, da schauen wir auch gleich mal vorbei. So haben wir auch hier den Berg um seine Rohstoffe erleichtert. Also jetzt muss ich mal gucken, wo bin ich denn runtergejumpt? Ich glaube hier. Ich habe gerade gedacht, wie, ich habe keinen Stein dabei. Wo war denn hier der Eingang? Von wo sind wir denn gekommen? Creeper. Aber wir sind noch nicht von hier gekommen, oder doch? Hm. Mhm. Haha. Nein, ich. Ach so. So, von hier sind wir gekommen. Leg dich nicht mit einem Eiskugel an. Okay, gut zu wissen. Schauen wir noch mal, was es hier gibt. Auf jeden Fall schon mal Kohle. So, hier haben wir ja direkt auch Eisen. Schon mal zwischendurch wieder ein gebratenes Schweinefleisch reindrücken. Und das Eisen nehmen wir auch direkt mit. Und ja, wie gesagt, sobald diese Spitzhacke kaputt ist, schlage ich ein kleines Lager auf, mache Öfen. Dann brutzeln wir gleich mal das Eisenerz durch und machen uns richtiges Werkzeug, dass das hier auch ein bisschen schneller vorangeht. Ein was? Ein Bett. Nein. Tut mir sorry. Ich bin irgendwo in der Höhle.
Diese Lache macht mir irgendwie Angst. Creeper. Oh, gleich zwei und sie verfolgen einen auch noch.